Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Felix Teste Bikes. Schön, dass du dabei bist. Heute schauen wir uns Gravelbikes für Frauen an. Ja, liebe Gravel-Grinderinnen und Gravel-Grinder, die an Frauen-Gravelbikes interessiert sind, herzlich willkommen zu dem Video. In diesem Video will ich dir mal 7 Modelle vorstellen, die ich rausgesucht habe, die besonders für den Einsatz von Frauen geeignet sind. Wenn du dir dieses Video anschaust, dann interessierst du dich wahrscheinlich für den Kauf von einem Gravelbike. Wenn du noch nicht ganz sicher bist, ob ein Gravelbike für dich das Richtige ist, habe ich dir hier oben mal ein Video verlinkt, wo ich nochmal auf die einzelnen Unterschiede zwischen Gravelbikes, Cyclocross, Mountainbikes und so weiter eingehe. Jetzt aber zu den Gravelbikes für Frauen. Man mag sich fragen, ist das vielleicht nur ein Marketing-Gag oder steckt da wirklich mehr dahinter? Und ich wusste das bis vor kurzem auch noch nicht so ganz, aber die Räder, die ich jetzt mal rausgesucht habe, die haben alle verschiedene Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel richten sie sich eben an Frauen, die ein bisschen kleiner sind und ein bisschen leichter sind und vielleicht auch etwas schwächer sind, was eine sehr starke Generalisierung ist und natürlich nicht auf alle Frauen zutrifft. Aber dementsprechend sind diese Bikes dann auch gestaltet. Oder es gibt auch Firmen, die sich besonders auf den Frauenmarkt jetzt spezialisiert haben. Die stelle ich euch gleich vor. Los geht's mit dem ersten Modell. Das ist das Juliana Quincy. Ein super schickes, schlichtes Carbon-Bike mit einer sehr, sehr guten Ausstattung und auch einem ordentlichen Preis. Juliana ist eine Marke, die halt deswegen auch besonders interessant ist, weil sie auch Mountainbikes vor allem für Frauen entwickelt. Das heißt, das ist die Schwestermarke von Santa Cruz. Santa Cruz ist für sehr hochwertige Carbon-Räder im Mountainbike-Bereich schon länger bekannt. Und jetzt sind sie auch im Gravelbike-Bereich unterwegs. Und auch Juliana hat jetzt ein Gravelbike, das in verschiedenen Ausstattungen kommt. Einmal mit SRAM Rival und einmal mit der Shimano GRX. Da ist es ein bisschen teurer, kostet 4.500 € und ein paar zerquetschte. Einer der Gründe, warum das ein interessantes Bike ist, ist eben, dass der Carbonrahmen das ganze Fahrrad sehr, sehr leicht macht und ab einer Körpergröße von 1,50 m, also auch für sehr kleine Frauen, eignet sich dieses Rad hervorragend. Typischerweise werden die Räder für Frauen auch besonders mit frauenspezifischen Komponenten wie einem kürzeren Vorbau und einem Sattel, der für die weibliche Anatomie angepasst ist, ausgeliefert. So auch hier. Die Rahmengröße hat bei Juliana auch einen, einen sehr interessanten Einfluss darauf, wie breit die Breite des Lenkers auch ist. Das heißt, kleine Rahmengröße kommen mit einem schmalen Lenker und große Rahmengrößen dementsprechend mit einem breiteren Lenker, sodass die Schultern der Frauen meistens auch dann dementsprechend auf die Lenkerbreite angepasst werden oder andersrum. Das nächste Rad, das ich euch gern vorstellen würde, ist auch von einer frauenspezifischen Marke, nämlich von Leaf oder Life. Das ist eine Marke, die eine Tochter ist von Giant, dem größten Fahrradhersteller der Welt. Und dementsprechend ja, erfahren sind die Macher von Life, die dahinter stecken. Die haben 2 verschiedene Varianten für ihr Devote-Modell. Einmal ein bisschen teureres mit einer, ja, mit einer Shimano GRX und einmal ein bisschen günstigeres, das sogar unter 1.000 € erhältlich ist, mit einer günstigen Sora-Schaltgruppe. Hier fällt auf, ja, wenn wir uns mal dieses Devote One näher anschauen, wir haben massenweise Anschraubpunkte, das heißt auch für Bikepacking geeignet. Wir können auch im ersten Blick erkennen, dass das Oberrohr hier sehr abfallend in der Geometrie auffällt. Das heißt, Frauen, die klein sind, können hier sehr leicht absteigen, ohne dass sie sich beim Absteigen, wenn sie beide Füße vom Pedal nehmen, am Oberrohr anhauen. Das ist auch was, was bei manchen anderen Geometrien immer angepasst wird, wenn die Frauenvariante eine andere Geo hat als die Männervariante. Ja, trotzdem auch nochmal hier ganz interessant, die Laufräder sind tubeless ready, kann man eben relativ einfach umrüsten und man hat sehr, sehr breite Reifen-Clearance. Das heißt, man kann auch mit 45C Reifen fahren, wenn man denn in grob schottrigem Gelände unterwegs sein möchte. Das nächste Bike, das ich rausgesucht habe, ist ein Topseller natürlich, das Canyon Grail. In der Alu-Version
ist es ein sehr, sehr gutes Rad, das für Männer wunderbar funktioniert und bei Frauen eben nochmal ein bisschen angepasst worden ist. Canyon ist dafür bekannt, dass sie sehr, sehr kleine Rahmengrößen auch anbieten, bis zu sehr, sehr viel größeren Rahmengrößen. Also von 2XS bis 2XL kann man da alles finden und die Frauenvariante macht da aber auch keinen Unterschied. Spannend bei der Frauenvariante ist jetzt, dass wenn man das Rad in XS oder 2XS kauft, dass man statt den gängigen 700C-Laufrädern 650B-Laufräder bekommt, die besonders für kleinere Frauen anscheinend geeignet sind. Ich habe da allerdings keine Erfahrung mit, vielleicht wisst ihr da mehr davon. Wenn ihr Erfahrung damit habt, gern unten einen Kommentar dazu. Auch hier die Felgen und die beiden Laufräder sind tubeless ready, kann also schnell umgerüstet werden. Und auch der Selle Italia Sattel ist von der Frauenversion. Ja, auch ein sehr spannendes Bike, vor allem für das untere Budget mit 1750 Euro. Immer noch sehr erschwinglich und wie gesagt, die Männervariante haben wir schon hier auf dem Kanal getestet und da waren wir sehr begeistert davon. Die Frauengeometrie ist jetzt auf den ersten Blick, soweit ich das erkennen kann, nicht angepasst worden. Aber mit der kleinen Rahmengröße werden auch kleine Frauen sehr, sehr glücklich damit. Das nächste Rad ist eher in einem hochpreisigeren Segment wieder angesiedelt. Das Kendall Topstone aus Carbon mit, man sieht es gleich, ganz vielen Anschraubpunkten, das heißt für Taschen, Gepäckträger, Schutzbleche, allem, was man so zum Bikepacken oder auch für den Alltag braucht. Dieses Rad ist aber auch vor allem für das Gelände gedacht, denn man sieht hier schon, hier ist eine kleine Dämpfung mit eingebaut. Der Hinterbau flext nach oben und unten, also er wippt eigentlich. Und das bedeutet für die Fahrerin, dass sie sehr viel angenehmer über Schotterpisten fahren kann, da der Hinterbau ein wenig dämpft. Auch hier ist der Sattel für Damen angepasst und die Farbe ist natürlich auch besonders für Frauen, für den Frauengeschmack konzipiert. Ich finde sie trotzdem sehr, sehr schick. Das nächste Bike hatte ich schon in einem anderen Video kurz angerissen. Es ist die Frauenversion von einem absoluten Topsteller von Bergamo. Das Grandurance ist dieses Jahr auch zum ersten Mal als Frauenvariante erhältlich und kommt nicht nur in einer sehr, sehr schicken Farbgebung, sondern auch die Geometrie ist bei der Frauenvariante anders als bei der Männervariante. Und zwar fällt das Oberrohr steiler ab, sodass sich mehr Platz für die Frau beim Absteigen ergibt. Sehr clever. Die Grundgeometrie, also der Reach und das Verhältnis von Reach zu Stack ist das gleiche. Das heißt, es fährt sich genauso wie die Männervariante, nur das Oberrohr ist eben angepasst. Auch der Sattel hier für Frauen konzipiert und das Ganze mit einem sehr runden und sehr, sehr attraktiven Preis von 1400 Euro. Sehr interessant. Was man auch erwähnen kann, die GRX mit 2x10 bietet natürlich dann auch sehr, sehr viele Gänge, die auch bei steilen Anstiegen einer Fahrerin helfen, auch wenn sie nicht so viel Grundkondition hätte. Kommen wir zum nächsten Highlight. Das ist eins der Räder, die gerade von Cube vorgestellt worden sind für das Lineup von 2021 aus der beliebten New Road Reihe. Hier hat Cube die Geometrie und auch das ganze Rahmendesign stark verbessert, sodass das Rad wirklich jetzt ein richtig schickes, modernes Gravelbike ist, das auch mit einer eigenen Frauenvariante eben aufwarten kann. Man sieht, die Farbgebung ist wieder so ins typische Lila. Das ist wahrscheinlich gerade der Trend bei Frauen. Was besonders ins Auge fällt, finde ich, ist dieses Bartape, also diese Oil-Slick-Farbe beim Lenkerband. Mehr als spannend. Ich glaube, ich würde mir das sogar auch an mein Rad dran bauen.
Nichtsdestotrotz, das Rad ist eine ja, sehr guten Grundausstattung, ist auch nicht so teuer. Also mit unter 1.000 €, 974 € erhaltet ihr ein gutes Komplettpaket. Und Cube ist auch wirklich dafür bekannt, dass die Räder lange halten und auch die Ingenieure sich viel bei der Geometrie gedacht haben. Zusätzlich zur Carbongabel und im Alurahmen habt ihr natürlich dann auch den passenden Frauensattel und ihr habt eine Clearance von 40 mm. Das ist wie gesagt nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt natürlich ganz viele andere Frauenvarianten, aber ich wollte jetzt einfach nur mal 7 Räder vorstellen, die sich besonders für Frauen eignen. Das siebte Rad ist per se jetzt nicht unbedingt ein Frauenrad, aber es ist etwas, worüber vielleicht Frauen auch nachdenken können, wenn sie denn zum Beispiel öfters in Gruppen unterwegs sind. Und zwar ist es ein E-Bike. Und zwar nicht irgendein E-Bike, sondern ein E-Bike, das nicht mit einem klassischen Mountainbike-Motor ausgestattet ist, sondern mit einem Verzurmotor, der sehr klein, leicht und sportlich ist und dadurch perfekt, meiner Meinung nach, für den Gravel-Einsatz gedacht ist. Dieses Cairn E-Gravel-Rad ist nicht nur wegen dem Motor besonders interessant, sondern auch die Dropper-Post, die man mit dem linken Schalthebel bedienen kann, finde ich ein richtig, richtig geiles Feature. Und auch die weite Clearance von den Reifen ist etwas, was das Rad sehr interessant und für grob geländigeren Eingang perfekt eignen lässt. Wir haben hier die GRX 1x11 verbaut, also auch für den Gravel-Einsatz perfekt ausgerüstet. Und wir haben eine Carbongabel und relativ viele Anschraubpunkte für Wasserflaschen und ihr kennt das Ganze. Natürlich ist ein E-Bike jetzt erstmal ein bisschen teurer, aber für einen Alu-E-Bike in der Kategorie mit Verzurmotor ist ein 3.300 €, was dieses Rad kostet, doch relativ günstig. Ihr könnt ja mal bei den anderen Herstellern gucken, falls euch E-Gravel-Räder interessieren. Auch gerne mal einen Kommentar in die Kommentare, dann schaue ich mir die nochmal genauer an. Für mich ist das eine ganz gute Alternative zu den gängigen Bio-Gravel-Bikes, wenn man dann vorhat, zum Beispiel mit ja, stärkeren Partnern oder Partnerinnen zusammen auf Touren zu fahren, hast du eben auch noch das Feature, wenn du jetzt alleine unterwegs fahren willst, dann kannst du den Verzurmotor rausnehmen, dann wird das Rad auch nochmal um 2,7 Kilo leichter und dann macht man so eine Aluröhre rein und kann damit wieder mit einem ganz normalen Gravelrad ohne Widerstand fahren. Ja, das sind so die Räder, die ich jetzt rausgesucht habe. Habt ihr denn schon Erfahrungen mit Gravelbikes gesammelt? Fehlen da jetzt, sicher fehlen da irgendwelche Räder auf der Liste? Welche Räder fehlen? Welche Räder könnt ihr für andere Frauen empfehlen? Ich würde mich freuen über einen Kommentar, natürlich wie immer auch über einen, ja, ein Abo, dann verpasst ihr keine Videos wie das. Und wir stellen natürlich noch weitere Räder für das kommende Jahr und weitere Themen rund um das, ja, breit gefächerte Themengebiet der Gravelbikes vor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.